Bonsoir everyone and ni hao. Schön euch zu sehen, herzlich willkommen zurück und danke, dass ihr wieder einschaltet zu Rollercoaster Tycoon 2. Wir haben jetzt die ersten vier Parks soweit durch und dürfen uns jetzt an den kleinen Bazar wagen. Einen monatlichen Gewinn durch Speisen, Getränke und Werbeartikel sollen wir von mindestens 1.000 Euro erreichen. Und wenn es Banken gibt, dann sollte das relativ gut gehen. Ich bin gespannt, wie der Park aussieht. Auf geht's. Aha. Warte mal, mach mal Pause. Warte mal. Ach, hier ist der Eingang. Das ist im Prinzip schon der komplette Park. Und da können Sie auch wieder raus. Aha. Wir haben einen Chicken Nugget Stand, okay. Wir haben einen Sonnenbrillenstand, einen T-Shirt Stand, einen Hutstand, einen Eistee Stand, Limonadenstand, Pizzastand und Starfrucht, Sternfruchtstand. Ach, sowas gibt's auch. Oh Gott. Nun gut, es gibt hier nur Dinge zum Einkaufen. Sehr interessant. Ja, spannend, definitiv. Jetzt muss ich aber erst einmal gucken, wie viel ist denn der Eintritt kostenlos? Ne? Das habe ich mir gedacht. Okay, dann müssen wir jetzt erst einmal für Attraktionen sorgen und wir gucken uns an, was für Attraktionen überhaupt zur Verfügung stehen. Oh, es gibt sehr viel mit Wasser. Das finde ich cool. Gerade eben auch die Stromschnellen und die Schlauchbootgleitbahnen sowie die Wildwasserbahnen. Das sind alles Dinge, die ich natürlich gerne baue. Da freue ich mich schon drauf. Allerdings haben wir diesmal nicht ganz so viele aufregende Attraktionen und auch bei den normalen Attraktionen ist jetzt nicht so viel vorbei. Gut, Toilette muss auf jeden Fall noch mit hin. Da werden wir zwei Stück dann einmal oben, einmal unten machen. Das sollte eigentlich auch reichen, um alle zufriedenzustellen. Die werden schon die Toiletten finden, wenn wir sie denn diesmal wenigstens auch anpassen vom Preis her. So, und dann packen wir hier hin das Karussell. Achso, das muss natürlich so gemacht werden. Eingang, Ausgang und dazu bitte die Wege. Das bedeutet den Weg hier ran. Mach mal für 1,40. Das ist in Ordnung. Öffnen. Musik. Ja, wir haben Musik endlich wieder. Das haben wir auch gebraucht. Gut. Nächste Attraktion. Und zwar den Twister. Weil wir den sowieso schon haben, nehmen wir den auch gleich mit dazu. Und zwar so und so. Dann können wir hier nämlich noch den Weg mit ransetzen. Okay, der Twister ist für 1,60. Öffnen. Viel Spaß beim Fahren. Freut mich, wenn ihr dabei seid und wenn ihr mitmacht. Außerdem brauchen wir einen Bankautomaten später. Jetzt erstmal die Toiletten. Denn ich möchte, dass die Leute gleich von Anfang an zufrieden sind und alles finden, was sie brauchen. Wir werden wahrscheinlich drei Toiletten bauen. Eine Toilette hier. Wir brauchen außerdem noch eine Information für die Leute, die gerade in den Park kommen. Eine Information werden wir auch noch hier drüben bauen. Hüben und drüben. Eröffnen. Sowie eine weitere Toilette. Supi. Und dann können die Leute zumindest schon mal auf Klo gehen bei uns. Das ist schön. Das freut mich für sie. Ist jetzt nichts Dickes, aber vielleicht machen sie da auch nichts Dickes. Wer weiß. Wir gehen gleich mal auf die Achterbahn und gucken mal, was für Achterbahnen uns zur Verfügung stehen. Wir haben eine Minenachterbahn, die kennen wir ja mittlerweile zur Genüge. Aber der Hyper Twister, der ist mit bei. Das macht mich natürlich gleich wieder fuchsig, weil ich ja auch gerne den Hyper Twister hätte. Das einzige Problem ist, dass der sauteuer ist. Da müsste ich einiges mit aufnehmen, nur um den Hellhound bauen zu dürfen. Gefällt mir natürlich gar nicht und wesentlich günstiger ist Krypton Dips auch nicht. Das ist natürlich auch cool, aber 37.000, nee, das muss ich später machen. Gut, dann nehmen wir erstmal eine ganz normale My Mania, die hier neben den ganzen Attraktionen steht, sodass die Leute auch definitiv hier mit herkommen. Und drehen das Ganze mal. So ist gut. Und jetzt noch die Wege. So, und damit ist der Freizeitpark auch schon wieder so gut wie fertig. Leute, das läuft, so liebe ich das. Nummer 1. Oh, ich glaube, ich muss noch einen weiter und dann nach oben. Oder auch nicht. Ich hätte vorher hochgemusst. Ach, verdammt. Wie habe ich das denn bei dem Eingang gemacht? Dass der Ausgang jetzt nicht funktioniert, das irritiert mich ein wenig. Gut, dann gehen wir mit dem Ausgang nämlich noch einen weiter.
Und jetzt müsste es aber reichen, um nach oben zu kommen. Ja, perfekt. Guti, jetzt brauchen wir nur noch das Ding zu öffnen und für 2 Euro, 3 Euro machen wir. Kriegen Sie den Eintritt in die Achterbahn? Und da habt ihr den Gang hin. Sehr schön. Dann könnt ihr damit den lieben langen Tag durch die Gegend fahren. Ist nichts Dickes, ist es nur eine Mine Mania. Ich hätte ja am liebsten den Hyper Twister, aber der wird ein bisschen teuer. Kinderachterbahn haben wir auch noch. Könnten wir auch noch mit hinbauen. Da könnte auch Elise mit reingehen. Wir nehmen mal den Mango Muncher. Das passt ja perfekt. Oder Chocolate. Entschuldigt. Log. Chocolate Log. Schokolade oder Mango? Was mag sie lieber? Ich nehme mal Schokolade. So, dann bauen wir die Schokoladenachterbahn hier vorne mit hin. Bisschen Geld brauchen wir noch, ansonsten können wir uns die Achterbahn nicht leisten. Da ist sie. Zack. Und dann müssen wir auch den Weg noch mit rüber bauen, sonst wird nichts daraus, dass die Leute dorthin kommen und in die neue Schokoladenachterbahn gehen. Okay. Nochmal 3 Euro als Eintritt für die Schokoladenachterbahn. Öffnen. Okay, wir haben auf jeden Fall 2 Achterbahnen. Wir haben ein Karussell, wir haben einen Twister. Was uns jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen mehr an aufregenden Attraktionen. Ich hoffe ja, dass die Forschung so ein bisschen dahin geht. Die versucht jetzt erstmal eine gemäßigte Bahn fertig zu machen. Ich bin gespannt, was daraus wird, was sie sich da haben einfallen lassen. Aber wir können ja anstatt den aufregenden Attraktionen noch irgendeine Wasserattraktion mit reinholen. So wie die Stromschnellen. Ich meine, die sind relativ günstig. Die Castaway, die ist gut. Die hier ist ein bisschen langweilig. Nee, wenn, dann nehme ich die Castaway. Kostet nochmal 3.000, ist in Ordnung, gehe ich gerne ein. Geld genug haben wir. Aber auch da müssen wir wieder gucken, wie wir mit den Ein- und Ausgängen klarkommen. Ach, verdammt. Ich liebe es. So, bitteschön. Und später holen wir dann noch unser Servicepersonal mit dazu, sodass die dann immer wieder sauber machen dürfen. So, ist schön. Ach nee, gehen wir noch einen weiter. Gehen wir nochmal 2 zurück und dann da ran. Sehr gut. Und das wird ebenfalls für 2,50 eröffnet. Öffnen. Und wenn das nicht dazu führt, dass die Leute mit in den Park kommen, weil so viele neue Gegenstände dann auch hier schon vorhanden sind, dann weiß ich auch nicht. So, geradeaus und dann rechts rum. Castaway im Weg. Achso, ich sehe nichts. Oh ja, offensichtlich. Da komme ich gar nicht durch. Dann machen wir es anders. Bleiben wir gerade, gehen dann runter. Okay. Das reicht und damit sind sie dann auch wieder auf dem normalen Weg unterwegs. Alles ist perfekt. Die Leute kommen jetzt so langsam mit ran und wir sorgen für unser Servicepersonal, das auf alles aufpassen muss. 2 Mechaniker werden wir definitiv brauchen. Wir brauchen aber auch schon mal 2 Parkwächter, Parkpfleger, Entschuldigung, die sich dann hier um die Ein- und Ausgänge kümmern. So. Dafür ist schon mal einer zuständig. Da gehst du hin. Und hier muss ich noch mal kurz die Ansicht drehen, damit ich wieder auf dem normalen Maß bin. Und da wird der andere arbeiten. Du gehst hier entlang, kriegst dann hier deinen extra Bereich. Ach, die gucken sich alle die Achterbahn schon an. Die überlegen, ob sie reingehen. Ich kann es verstehen. Es ist ja auch ganz schön cool. Super. So, dann brauchen wir noch Bänke, sodass die Leute sich auch mal setzen können. Bänke, Bänke, Bänke. Da sind sie. Wir haben jetzt auch keine Wüstenbänke, ne? Doch, da. Steinbank. Ja, passt perfekt eigentlich hier mit rein. Bitteschön, bitteschön. So, dann könnt ihr den lieben langen Tag hier sitzen und zugucken. Das ist völlig in Ordnung. Auch beim Twister werde ich noch mal so ein bisschen was hinbauen, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, hier irgendwie einen Platz zu finden.
direkt dort oben drauf. Und auch hier kommen weitere Bänke mit dazu. Dann könnt ihr euch da ebenfalls hinsetzen und zugucken. Das ist völlig in Ordnung. Haben wir noch Geld? Ja, jede Menge. Alles gut. Es müssen bloß endlich mehr Leute in den Park kommen. Und je mehr natürlich los ist, desto mehr werden auch dann erscheinen. So viel ist sicher. Ich hoffe, ich habe jetzt oben welche draufgebaut. Ich sehe nichts. Aber ja, da hängen Bänke. Okay. Die Achterbahnen werden gut genutzt. Die Leute sind überall dort unterwegs, wo sie lang müssen. Hier oben ist erstmal noch gar nichts, außer ein bisschen Müll. Den müssen wir nachher noch wegräumen. Das machen wir später. Ich muss auch noch Mülleimer aufstellen, fällt mir gerade ein. Denn ansonsten schmeißen die den Müll wieder überall hin, nur nicht dorthin, wo er hin soll. Ach, da sind auch Bänke drin. Okay. Sorry. Guti. Mit Essen werden wir später noch weiter auftrumpfen. Jetzt werden wir erstmal natürlich weiterhin dafür sorgen, dass hier noch mehr Attraktionen mit dazukommen. Viele gucken sich das Ganze aus der Ferne an. Manche machen eigentlich auch Fotos. Ich glaube, das sieht man im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob sie Blitzlicht entfernt haben oder ob sie dafür gesorgt haben, dass das Ganze sozusagen auf Smartphones umgestellt wurde. Denn die sind ja mittlerweile der Fall. Betrachtet mein Mania. Diese Parkkarte von Informationskiosk 2 ist das Geld wirklich wert. So lese ich das doch gerne. Okay, wir brauchen weitere Attraktionen. Wir haben leider bloß nicht so viel. Ich werde jetzt hier oben nochmal was mit hinbauen, weil wir dort noch gar nichts haben. Das bedeutet, wir können hier das schiefe Haus mit hinstellen. Eingang, Ausgang. So. Ja, mach 80 Cent, das ist in Ordnung. Veröffnen. Veröffnen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal zwei gemäßigte Attraktionen. Hier unten ist noch gar keine gemäßigte Attraktion, da kommt jetzt auch noch eine hin. Wir haben den Zirkus freigeschaltet, oh wie schön. Oh, kein Geld mehr. Na, war klar. Wir brauchen mehr Besucher, wir brauchen mehr Leute, die in den Park kommen und dementsprechend für Geld sorgen. Aber ich werde jetzt nochmal einen Tausender aufnehmen, das ist schon in Ordnung. Dafür, dass wir hier einen Zirkus bauen, das ist jetzt auch nichts Fettes. So, dann bitte das Teil noch mit ran. Wenn die jetzt nicht wegen Tieren kotzen, weil die vielleicht so stinken oder so, keine Ahnung. Dann ist doch alles gut, eröffnen. Ja. Achterbahnen können wir später noch bauen. Ich würde tatsächlich jetzt erst einmal dafür sorgen, dass sie aufregende Fahrten fertig machen. Obwohl, eigentlich könnt ihr erforschen, was ihr wollt. Das läuft sowieso. Dadurch, dass wir jetzt auch als aufregende Fahrten die Wasserbahnen haben. Wir können ja noch eins, zwei Wasserbahnen hinzufügen und dann ist alles gut. Und hier passen sehr viele Leute gleichzeitig in den Zug rein. Sodass wir da nochmal ordentlich Kohle bekommen. Jeder zahlt 3 Euro. Das ist perfekt. Und viele stellen sich gleich nochmal an, weil es so schön war. Den Leuten wird auch nicht so übel, alles ist perfekt. Und die Bahn fährt wieder los. Sehr schön. Was können wir sonst noch bauen? Achterbahn mit seitlicher Führung. Cool. Hatten wir auch noch nicht so häufig, ne? Da ist hier die Intensität höher. Nervenkitzel auch. Übelkeitswert bleibt fast gleich. Roman Racers. Ich meine, das ist cool. Das will ich schon haben. Wir stellen das jetzt einfach hier mit hin. Wir haben ja noch Geld übrig. Alles ist gut. Solange der Kredit nicht ausgenudelt ist, ist alles perfekt. Und wir drehen das Ganze mal. Nee, nicht das. Das Teil. So. Ziehen dann im Prinzip die Straße hier mit rüber. Und dafür zahlen die Leute sogar 3,20 Euro. Öffnen. Na, ich bin ja gespannt, auch wie viele Wagen denn da jetzt eigentlich langfahren werden. Auf jeden Fall sorgen wir dafür, dass noch mehr Besucher kommen und irgendwann werden sie auch anfangen, Essen zu kaufen. Wir haben das Essen hier ja wunderbar platziert. Das ist perfekt.
Ich werde mal hier dafür sorgen, dass wir dort auch nochmal Mülleimer hinkriegen. Denn ich vertraue den Leuten nicht, die schmeißen doch wieder nicht alles weg. Wisst ihr was, ich nehme das mal alles aus der Mitte raus. Dann können die hier nämlich ihren Rundgang haben und die ganze Zeit Essen kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Ihr kriegt hier in die Mitte jetzt auch noch eine Toilette. Sicherheitshalber. Wo sind die Toiletten? Da. Eröffnen. Guti. Dann könnt ihr jetzt wirklich überall auf Klo gehen. Alles ist gut. Es ist ja auch gratis. Wir haben jetzt kein Geld eingestellt. Was ist mit euch? Ihr habt keinen Bock auf die Bahn? Dann gucke ich sie mir halt so an. Bin ja gespannt, wo die da durchfahren. Da ist jetzt ein Wagen unterwegs. Ach, sind immer mehrere Leute. Immer 8 Stück. 3 Leute warten aktuell, beziehungsweise sind drin. Ihr seid, glaube ich, jetzt auch die Testfahrer, ne? Die ersten. Ja. Deswegen traut sich auch noch kein anderer rein. Die wollen erstmal gucken, was halten diejenigen davon. Beziehungsweise, wie sieht es beim ersten Wagen aus? Hui. Hui. So ist schön. Oh, und ich glaube, hier in diesem Szenario kann man sich richtig schön austoben. Wenn man denn wirklich irgendwann Geld hat, dann ist das absolut kein Problem mehr. Und damit sind sie wieder da. Die erste Fahrt ist also durch. Das heißt, die nächsten Leute, die herkommen, die werden es auf jeden Fall genießen. Er sagt sich wahrscheinlich, ist zu extrem, ne? Sieht mir zu extrem aus. Ja, ist klar, ist nicht jedermanns Fall. Aber hey, jetzt werden es immer mehr. Die Leute gehen auch wirklich rein, setzen sich in den nächsten Wagen. Das heißt, demnächst können bis zu 8 Leute gleichzeitig dann auch durch die Gegend fahren. Das ist perfekt. Und immer mehr machen sich auf den Weg hierher. Super. Der eine hat gerade nochmal auf die Karte geguckt. Finde ich hier auch wirklich Roman, wie heißt das? Roman Racers? Ja, natürlich. Die berühmte Achterbahn aus dem neuen Park. Einfach herkommen, einfach mitfahren. Alles ist gut. Und die nächsten fahren schon los. Der Wagen ist voll. So liebe ich das. Oh, da fährt der nächste Wagen. Ah, es läuft. Jetzt geht's aufwärts. Wir haben auch schon fast 400 Besucher und gerade mal Mai, Jahr 1. Das bedeutet, wir werden bis Oktober bestimmt noch ein bisschen mehr hinkriegen. Erst recht jetzt nach den ganzen einzelnen Krediten, die wir dort genommen haben. Und die Einkünfte gehen nach oben. So ist das doch perfekt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Essen verkaufen würden, das wäre wunderbar. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass das Essen hier so geballt ist. Ne? Dass alle sich wirklich dort was zu essen holen müssen. Ich würde gerne hier vorne noch eine Fressmeile haben und weiter unten. Und dann hier das ein oder andere wegnehmen. Warum soll ich hier 3 Getränkestände haben und Souvenirstände und sonst irgendwas? Das kann ich lieber ein bisschen aufteilen. Das machen wir später auch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um weitere Dinge. Wie ein Geldautomaten. Denn die Leute sollen immer genügend Geld dabei haben. Öffnen. Sehr schön. Auch hier werden wir noch für einen sorgen. Öffnen. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist Pfleger Nummer 1? Ausgerechnet da geht er natürlich nicht lang. Geh mal hier lang. Nee, da hinten sollst du jetzt nicht rumdallern. Da ist dein Revier. Okay. Und wir brauchen oben jetzt auch noch einen weiteren Pfleger, der den ganzen Tag dafür sorgt, dass das hier alles sauber gehalten wird. So, viel Spaß. Achso. Was ich schon die ganze Zeit herausfinden wollte, warte mal, was bist du denn für einer? Ich bin nicht durstig. Dieser Hut von Hedstall 1. Okay, er hat einen weißen Hut. Ich dachte gerade, was ist er denn für eine Person? Der hat sich wahrscheinlich auch gleich ein T-Shirt gekauft. Der hat sich gedacht, ich decke mich jetzt hier einfach mal komplett ein mit allem drum und dran. Ist das Dreck? Ja. Gut, der Dreck ist weg. Und unsere Parkbewertung geht immer weiter nach oben. Ja, es ist ja auch relativ cool gemacht hier alles. Die Leute finden was zu essen. Ich weiß jetzt gar nicht, Nummer 2. Wo ist Parkpfleger Nummer 2? Du hast hier dein Revier nicht. Warte mal. Parkpfleger Nummer 1 hat dort... Ach so, jetzt habe ich die vertauscht.
Oh, Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Deswegen hat hier auch keiner mehr sauber gemacht. Aber in Ordnung. Wir sind wieder voll am Start. Alles ist wieder gut. Wir kriegen wieder Geld. Alles ist perfekt. Und wir haben schon fast 500 Besucher. Es geht auf jeden Fall steil bergauf. Dann könnten wir jetzt weitere Attraktionen mit dazu bauen. Und ich hätte nichts gegen eine Wildwasserbahn. Auch gegen Schlauchboot-Gleitbahn hätte ich nichts. Aber wir müssen das immer schön in Waage halten, dass wir mal so eine aufregende Attraktion und mal natürlich auch eine Achterbahn machen. Splash Mine. Kennen wir schon, haben wir schon mal gesehen. Wobei ich Splash Mine an dieser Stelle noch ein bisschen umbauen würde. Ich glaube, da kann ich auch selber was bauen. Ich baue mal selber was. Wir haben ja sowieso gerade nicht so viel Geld. Dann können wir auch damit arbeiten, was wir haben. So, da kommen nämlich ein paar mehr Boote zustande. Ja. Speziell S-Kurve links, S-Kurve rechts. Ah ja, Drehscheibe. So sieht eine Drehscheibe aus, okay. Farbfotobereich. Nicht Farbfoto, Fahrtfoto. Gehen wir noch einen tiefer, so. Vielleicht kriegen wir dadurch noch extra Kohle, wer weiß. So, dann gehen wir jetzt nochmal runter. Ach so, das sind nur S-Kurven. Stationsplattform brauche ich nicht. Nee, das ist im Prinzip relativ... Oh, easy. Nur, dass es eben sehr viel Geld kostet. Nehmen nochmal 3000 auf. Sauberster Park des Landes haben wir erhalten. Tja, weil wir es können. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu steil hier alles. Aber es sieht ganz gut aus. Also theoretisch haben wir es. Eingang. Ausgang. Okay. Reisnudelstand ist jetzt verfügbar. Ja, juhu. Ich brauche weniger Essen, ich brauche viel mehr Attraktionen, aber ist in Ordnung. So, dann ist das soweit in Ordnung. Ich mache erstmal eine Testfahrt. Das ist mir doch lieber. Nicht, dass nachher doch irgendwas schief geht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Eine Testfahrt testen. Ui, ziemlich viele solcher Boote. Wenn die hinten reinkrachen, habe ich ein Problem. Kann ich das irgendwo einstellen? Baumstämme. 19 Boote. Na gut, ich lasse die Testfahrt erstmal laufen. Die werden sich ja nicht gegenseitig hier kaputt machen. So, da hat es einmal geblitzt. Da haben sie dann sozusagen ihr Foto bekommen. Dann fahren sie nochmal ganz nach oben und fahren die ganze Zeit immer schön runter, bis sie irgendwann hinten wieder ankommen. Und dann werde ich die Boote aber umstellen, dass es nicht 19 sind. Es reichen 15 Boote oder so. Also 4 Boote weniger und die kommen sich schon nicht mehr ganz so sehr in die Quere. Oder? Swoosh. Ja, es sind auch keine großartigen Wasserdinger. Das sollte eigentlich auch so funktionieren alles. Swoosh. Gleich nochmal Swoosh. Und dann ist die erste Fahrt rum. Und dann sind auch die Testergebnisse da und ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagen. Chocolate Lock ist ausgefallen. Passiert. Mittel, niedrig, niedrig. Was sagt er denn bei der richtigen Bahn?
5,3, 2,4. Also im Prinzip ja, der Nervenkitzel ist jetzt nicht ganz so hoch. Bloß, dann kann ich das Ding auch abreißen, weil ich glaube, am Ende habe ich genauso viel ausgegeben wie für die Originalbahn. Abreißen. Dann bauen wir halt die Originalbahn. Ist ja in Ordnung. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Naja. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Die kommt hier mit hin. Wir reißen die Wege noch schnell ab, damit hier auch ja keiner langläuft. Super. Okay. Dann brauchen wir die normalen Wege von hier aus nach draußen. Okay. Und natürlich den Eingang für die zahlende Kundschaft. Ich glaube, das reicht, ne? So, einer noch und dann ist Schluss. Nicht, dass die nachher zu lange anstehen, dann haben wir auch nichts gekonnt. Bitte 2,40 verlangen und dann ist der Nervenkitzel gegeben. Übelkeitsfaktor geht so. Aber ja, generell haben wir eigentlich was Ähnliches gebaut, sodass es nicht ganz so schlimm ist. Die ersten Baumstämme fahren los. Und ich brauche noch einen neuen Parkreiniger. Dafür ist eigentlich jemand zuständig, aber ist okay. Egal. Du machst da noch sauber. Okay, und wir haben trotzdem noch 2000 übrig, die ich jetzt noch in andere Dinge investieren kann. Das Problem ist, ich weiß nicht, worin. Ich meine, wir haben ja das ein oder andere, ne? Wenn wir dieses Teil, mein Mania, das ist das Ding, die Minenbahn. Wir haben das Teil, das ist dann Achterbahn mit seitlicher Führung. Ich glaube, die Mini-Achterbahn haben wir noch nicht. Hier unten war die Kinderachterbahn, genau. Das heißt, die Mini-Achterbahn fehlt noch und der Hyper-Twister. Da hätte ich jetzt schon gerne was Cooles. Das kann auch ruhig ein bisschen teurer sein. Der Supersonic ist eigentlich von der Intensität her auch ganz cool. Sieht irgendwie größer aus auf dem Foto. Aber gut. Ach, das ist allgemein sehr hoch gebaut. Das ist also egal, ob das hier weiter hinten steht oder nicht. Es wird teilweise sogar noch günstiger, weil da oben ja der Berg ist. Das ist natürlich auch interessant. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.